Moin, liebe Borke, habt ihr Langeweile? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Und zwar wollen wir heute ein bisschen basteln. Ich habe ein paar Werkzeuge mitgebracht, unter anderem, vielleicht könnt ihr das schon sehen, ein kleines Taschenmesser, eine Axt und natürlich ein bisschen Stoff, das werden wir brauchen, und einen Stock. Und das kriegt ihr, ich glaube, beim Netto für ein Appel und ein Ei, also ist wahrscheinlich für einen Euro beim Netto, Paketschnur. Die werden wir heute brauchen. Und was wir genau vorhaben, seht ihr jetzt. Das sind die Materialien, die wir heute brauchen werden. Also eine Axt oder ein Beil, kann man sagen, ein kleines Taschenmesser. Das ist völlig egal, wie groß das ist. Hauptsache, es ist scharf, das ist wichtig. Und ein bisschen Stoff, eine kleine Schere und einen Stift. Und damit wollen wir heute einen Floß bauen. Das ist nicht das Spannendste, was es gibt, das kann ich mir vorstellen. Und die Hälfte schaltet schon ab, aber die andere Hälfte, die jetzt dabei ist, die wird auf jeden Fall am Ende des Tages auf jeden Fall was richtig Geiles haben, was das auf dem Wasser fahren lassen kann. Denn es gibt auch noch, das habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, so eine kleine LED-Leuchte, und die wird dafür sorgen, dass man das Boot sogar oder dieses Floß sogar nachts sehen wird. Bevor ihr aber anfangt, ganz, ganz wichtig, fragt eure Eltern, ob ihr mit dem Taschenmesser arbeiten dürft, nicht alleine. Ja. Immer fragen, denn alleine darf man damit nicht arbeiten, kann man sich schnell schneiden, gibt einen ganz großen Ärger. Eltern fragen, dann könnt ihr das machen. So, und wenn man mit dem Taschenmesser das allererste Mal arbeitet, ganz wichtig, gibt es ein paar Regeln, die ihr zu beachten habt. Erstens, wer schnitzt, der sitzt. Und wie man sieht, ich sitze sehr gut und sehr sicher. Und das Zweite ist immer ganz wichtig, wenn ihr schnitzt, dann niemals zum Körper hin. Ja, das ist gefährlich, kann man sich verletzen, kann man irgendwo reinstechen, darf nicht passieren. Also immer vom Körper weg. Immer vom Körper weg. Dann genau das Gleiche, wenn ihr sägt, denn dieses Messer ist was ganz Besonderes. Es hat eine Säge dran. Und damit könnt ihr sägen. Ja? Und da auch genau das Gleiche, immer mit einem Arm sichern, die Hand niemals im Weg haben, dann kann auch da nichts passieren. So, der Stock, der hier auf dem Tisch liegt, der reicht dafür nicht aus. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Wald, suchen ein paar Stöcker und fangen dann an. Wo findet man die besten Stöcker? Natürlich hier bei uns im Kinderferienlager Borg und dann besser gesagt hier bei uns in unserem Wald. Da gibt es aber ein paar Sachen zu beachten, denn nicht jeden Stock kann man mitnehmen. Und vor allen Dingen, gesunde Bäume sollte man niemals schlagen, die sollte man immer stehen lassen. Und wenn ihr euch hier umguckt im Wald, Kameramann Nils, kann man nach links und nach rechts ein bisschen schwenken, dann seht ihr das. Hier liegt so viel Holz, dass es, glaube ich, gar keine Probleme gibt, irgendwas mitzunehmen. Gerade für ein Floß, für ein kleines Floß braucht man gar nicht viel. Man kann dicke Stämme nehmen oder dünne Stämme nehmen, das ist gar kein Problem. Komm mal her. Hier zum Beispiel haben wir einen ganz dicken. Wenn ihr diese Herausforderung wirklich annehmen wollt und die Dinger dann wirklich durchsägen wollt, ihr müsst natürlich immer gucken, ob das mit eurer Säge passt. Hier haben wir eine etwas kleinere Säge, das würde hier gerade noch gut passen. Ich habe aber mal was vorbereitet. Ich habe mir gerade noch ein paar Stöcker rausgesucht. Und zwar den hier. Und die reichen aus für ein kleines Floß, das wir gleich fahren lassen wollen. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, manche Äste haben gar keine kleinen Äste mehr dran, die muss man nicht bearbeiten, also können wir die schon mal zur Seite legen, die können wir schon so nutzen. Andere wiederum sehen zum Teil so aus, da müsst ihr natürlich die kleinen Äste abmachen. Genau diese Dinger hier, die können wir nicht gebrauchen. Das hier in der Mitte, den dicken Stamm, den könnt ihr dafür gebrauchen, der eignet sich am allerbesten und macht sich am besten. Aber ihr könnt auch aus den kleinen hier einen Floß bauen, überhaupt gar kein Problem. Das Ganze jetzt zusammenzuschneiden und das Ganze jetzt zu sägen, dauert eine Weile, von daher machen wir das jetzt mal in Zeitraffer und das seht ihr jetzt. Beendet und hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das macht, ich hätte es gänzlich gelassen. Die Schweißperlen tropfen mir immer hier runter. Wir sind soweit fertig und werden jetzt Folgendes machen: Das Ganze verbinden mit der wunderbaren Paketschnur. Hier wieder kurzer Zeitraffer, sonst dauert das ganze Gedöns viel zu lange.
haben die Stöcker zurechtgesägt, haben 5 gleich lange Stöcker zurechtgesägt, die jetzt hier auf eine Halterung gekommen sind, 1, 2, die in einer gleichen Länge sind und dann sind sie festgebunden worden. Dafür gibt es eine spezielle Bindetechnik, die seht ihr hier unten in der Beschreibung oder hier oben in der Beschreibung drin. Da könnt ihr einfach mal raufklicken, könnt ihr euch so einen Floß selber bauen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, meine Bindetechnik ist die beste. Die heißt einfach nur fest, das heißt binden, 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 bis das blöde Ding hält. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt der Mast, der kommt jetzt. Und an dem Mast binden wir 4 gleich lange Schnüre ran. Ja? Einfach so 3-4 mal festknoten die Schnüre hier oben ran. Und dann werden die hier auf unseren Floß gleich befestigt. Und das machen wir auch wiederum in Zeitraffer, sonst dauert das Ganze hier zu lange. Fertig, hier noch ein schickes Bild. Mehr war nicht drin gewesen. Habe mir ganz große Mühe gegeben, bitte einmal klatschen. Hinten habe ich noch ein paar LEDs angebracht. Das wird nachher interessant, wenn man das Floß fahren lässt. Es ist relativ stabil, das heißt, es fällt nicht auseinander. Das merkt man halt relativ gut, wenn man daran ein bisschen rumwackelt. Ich hoffe, das Ding fährt nachher und leuchtet auch ganz toll. Wenn euch das Ganze zu kompliziert ist zu bauen, dann kommt ihr einfach ins Kinderferienlager. Da bauen wir so eine Dinger und noch viele, viele andere tolle Sachen. Und wir schauen mal, ob es fährt, denn wir schnippen jetzt. Das tolle Floß ist fertig. Wir wollen es jetzt zu Wasser lassen und einmal bei Tag und bei Nacht sehen. Und wenn das Floß sinken sollte, habe ich noch eine Alternative. Wir schauen mal, was passiert. Also, los geht's. So, Premiere. Wir schauen mal, ob es fährt. Und ich muss jetzt ganz kurz entheddern. Übrigens würde ich euch das wirklich empfehlen, hier ein kleines Seil ranzumachen. Dann haut euch das blöde Ding nicht ab. Jetzt machen wir einmal die Tagfahrt. Und wir machen mal die LEDs an. Vielleicht sieht man das jetzt auch schon. Und in der Nacht zeige ich euch gleich. Kameramann. So, und mit den Nachtbildern, die wir euch jetzt zeigen, verabschiede ich mich und viel Spaß beim Bauen. Und wenn es nicht klappen sollte, kommt ins Kinderferienlager Borg. Da kriegen wir das definitiv hin. Und jetzt stellt euch mal vor, bei Nacht 80 so eine kleinen Boote auf dem Wasser. Also, wenn ihr das sehen wollt, kommt zu uns. Bis dann. Tschüss, euer Ron.